Hallihallo und herzlich willkommen zu Vlogmas Nummer 4. Der letzte Vlogmas für dieses Jahr und ich bin schon ein bisschen traurig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich ja letzte Woche so ein bisschen gestresst war, habe ich mich diese Woche, freue ich mich sehr, dass ich filmen kann. Ich bin nur ein bisschen durch den Wind, denn die Schlinge zieht sich langsam immer mehr zu und jetzt ist halt auch noch die Mama von meinem Freund, von Max, Corona-positiv. Das haben wir heute erfahren. Sie hat halt irgendwie letzte Woche Symptome bekommen und wurde jetzt Freitag getestet. Und heute kam die Meldung positiv. Wir haben uns noch am Sonntag gesehen. Das war der 6. Das war der 2. Advent. Da waren wir ja bei ihr zum Nikolausfrühstück. Das heißt, wir beide müssen jetzt auf jeden Fall auch getestet werden. Also mir geht's gut, ich merke nichts bisher. Heute Morgen lief mir ein bisschen die Nase, aber jetzt nicht irgendwie, dass ich das Gefühl habe, ich habe was. Max meint, er hätte wohl ein bisschen Halskratzen. I don't know, aber das wäre jetzt natürlich der super, super, super GAU, weil dann ist auf jeden Fall Weihnachten gelaufen. Weil wenn ich jetzt positiv getestet werden würde, da müsste ich 2 Wochen Quarantäne und dann ist Weihnachten vorbei. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was jetzt genau passiert irgendwie. Ich hatte jetzt eben nochmal die Corona-Warn-App gecheckt. Da war jetzt keine Meldung, dass ich eine Risikobewegung hatte. Und ich werde jetzt gleich meinen Hausarzt anrufen und nachfragen, was ich jetzt machen soll. Max hat jetzt für morgen einen Termin beim Arzt zum Testen. Ich hatte so gehofft, dass ich diesen Corona-Test nicht machen muss, dass ich es schaffe, durchzukommen ohne einen Test. Aber jetzt bin ich auch dran. Ja, I don't know. Ich hoffe einfach nur, dass ich negativ bin. Schönen guten Morgen, Rise and Shine, bla bla bla. Ich bin gerade auf dem Weg zum Arzt, denn ja, die Corona-App ist rot geworden. Und ja, und deswegen muss ich mich jetzt heute testen lassen. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg zum Arzt. Und jetzt wollte ich mir, heute kann man sich ja noch Masken... Ach, was ist das denn hier? Entschuldigung, ich bin heute einfach nur... Warum hält es nicht? Sorry. Relax, relax, take it easy. So, den Test habe ich hinter mir, war richtig unangenehm. Also das mit der Nase hat richtig weh getan und sie meinte, oh, ich krieg den Stab da gar nicht rein. Ich dachte mir so, oh mein Gott, sind meine Nasenlöcher so eng. Also hier hat sie schon reingekriegt, aber sie meinte hinten halt, ne? Ich muss auf jeden Fall auch nochmal zum Hausarzt gehen, dass sie nochmal meine Nase irgendwie durchchecken. Ja. Jetzt muss ich halt abwarten, mal gucken, aber ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass es negativ ist. So, ich habe jetzt endlich Feierabend. Es war heute einfach ein mega anstrengender Tag und ja, also es wird jetzt natürlich schwierig auch, euch irgendwie was zu erzählen oder zu vloggen, denn ich darf ja die Wohnung auch nicht mehr jetzt erstmal verlassen, bis zu meinem Testergebnis. Ich hoffe, dass ich das vielleicht sogar morgen schon bekomme, das wäre natürlich super. Irgendwie ist es auch voll komisch, dass das nicht über die Corona-Warn-App jetzt kommt. Bei meinem Freund schon, der wurde ja auch getestet, aber bei mir nicht. Und ich habe einfach die blödste Arztpraxis überhaupt. Ich werde da morgen nochmal anrufen und nachfragen. Aber das war auf jeden Fall mein Dienstag und ich werde mich jetzt Bett fertig machen. Ich wollte eigentlich auch noch ein YouTube-Video drehen, das mache ich aber dann morgen früh, weil ich das heute einfach nicht mehr schaffe. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall morgen früh. Hallihallo. Wow. Wie ich aussehe, wie ein gerupftes Huhn. Ja, es ist ein bisschen später. Es sind jetzt 2 Tage später. Heute Morgen kam jetzt mein Corona-Test und ich bin negativ. Habe ich mir auch schon gedacht, aber ja, ich konnte ja jetzt da nicht raus und war gestern auch nicht so gut drauf. Heute geht es mir aber wieder super. Ich habe jetzt ein paar Sachen weggebracht, und zwar die Christbaumkerzen, die ich mir gekauft hatte für meinen Baum, habe ich wieder zurückgegeben, weil die Batterien gehen andauernd alle und das nervt total. Deswegen habe ich mir jetzt schnell, habe ich bei Obi bestellt, eine Christbaumlichterkerze mit Kabel.
Ja, und die muss ich nachher anschließen. Dann hat heute meine Mama Geburtstag und meine Mama ist immer noch zu Hause, ist immer noch in Quarantäne. Ihr geht es aber so wieder gut. Die Symptome sind eigentlich größtenteils weg. Und heute wird jetzt nochmal meine ganze Familie getestet, weil, ja, wir wohnen ja alle zusammen. Und die müssen jetzt heute alle getestet werden. Und wir hoffen so sehr, dass sie jetzt alle negativ sind, weil wenn sie negativ sind, dann können wir zusammen Weihnachten feiern. Und meine Mama ist noch in Quarantäne bis zum 22. Und ich bringe jetzt ihr Geschenk ihr vorbei und muss auch noch was anderes kurz vorbeibringen. Das lege ich aber wie immer für die Tür, ne? Und dann fahre ich wieder. Und ja, und dann wollte ich noch schnell joggen gehen und dann muss ich noch arbeiten. Und ich habe keine Bock, aber das ist so der aktuelle Stand. Ich bin negativ. Juhu, I'm so happy, wirklich. Und ich hoffe auch, dass ich keinen neuen Corona-Test machen muss, weil das war so unangenehm, das hat so weh getan. Guten Morgen, ich bin gerade aufgestanden, so sehe ich auch noch aus. Und dadurch, dass bei dem Vlog so wenig gedreht wurde, weil durch das ganze Theater diese Woche ich zu nichts kam und habe ich gedacht, ich mache jetzt noch so ein Mini-Make-up-Tutorial, weil ich will mich jetzt auf jeden Fall schminken. Ich muss nämlich jetzt auch gleich anfangen zu arbeiten, wir haben jetzt 8 Uhr. Ja, ich dachte, ich zeige euch mal die Produkte, die ich gerade nutze. Sorry, wenn ich so ein bisschen überbelichtet bin. Ich habe jetzt mein Lieblings-Make-up aufgebraucht und nehme jetzt hier im Moment das Superstay-Make-up. 24 Stunden. Die zwei Farben, die mische ich. Weil ich will jetzt gerade wieder so Make-up-Produkte aufbrauchen. Und ja. Danach werde ich mir wahrscheinlich wieder das Liquid Camouflage holen. Das mag ich ja so am liebsten. Aber dieses Superstay finde ich auch richtig gut. Das Make-up hält wirklich richtig, richtig gut. Und danach nehme ich hier das Puder von Essence, das Bananapuder, und sette das Make-up. Übrigens erfahren wir jetzt heute, gestern wurde meine ganze Familie getestet. Also meine Schwestern und mein Papa noch, weil die wohnen ja noch zu Hause. Und heute erfahren wir halt das Ergebnis. Und wir beten ganz viel und hoffen. Und ich bin so dankbar dafür, weil ich bin mir sicher, dass alle negativ sind und dass wir zusammen Weihnachten feiern können. Weil, ja, weil Gott gut ist. Dann nehme ich von Catrice das Sunglow Puder. So, ja, und dann kommen die üblichen Schritte. Jetzt kommt Blush, dann nehme ich immer noch den von Essence und dann kommt Highlighter und so. Eigentlich wollte ich die magnetischen Wimpern nehmen, aber irgendwie halten die gerade nicht. Weiß nicht, woran das liegt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nachher dann normale falsche aufkleben. Da sind sie. Aber jetzt gerade noch nicht, weil ich will heute Abend noch Videos drehen, unbedingt. Heißt, ich wollte noch ein YouTube-Video drehen. Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Dann gucken wir gleich mal, was wir anziehen. Ich habe mir einen neuen Lipgloss mitgenommen und zwar von Revlon Loves Me, Stay Forever. Ihr wisst, ich liebe die. Und da habe ich mir jetzt die Farbe Foxy Red mal mitgenommen. Oh ja, die Farbe ist richtig schön. Oh.
love it. Es geht halt so ins Bräunliche. Sehr natürlich. So, bin fertig. Das ist mein Outfit. Ich hatte ja diesen Neon-Body mitgenommen von New Yorker. Und das fand ich ganz cool. Mit der schickeren Hose und dann noch mit dem Blazer. Und ich werde jetzt erstmal arbeiten. Ja, muss ich ja. Heute ist wunderschönes Wetter. Ich hoffe, dass ich heute noch mal ein bisschen rausgehen kann, ein bisschen spazieren. Und ja, und dann heute Abend nach der Arbeit will ich auf jeden Fall mein Video drehen. Das ist so mein Plan. So, ich bin jetzt noch rausgegangen, ein bisschen die Sonne genießen, weil ja, ich hocke schon wieder den ganzen Tag in der Wohnung und es ist so schönes Wetter heute. Richtig, richtig schön. Oh, love it. So, wir haben jetzt schon ein bisschen später. Ich habe jetzt schon Feierabend. Ich musste noch ein, zwei Geschenke besorgen und mache gerade noch was zu essen. Und ja, ich habe das Gefühl, das wird der schlechteste Vlog vom ganzen Vlogmas, weil ich einfach auch so wenig Material habe. Aber ja, die Woche war einfach katastrophal und es ist schwierig gerade irgendwie. Und ich würde mich gerne auch mal wieder jetzt mit jemandem treffen, aber ich traue mich jetzt einfach gar nicht mehr mit irgendjemandem zu treffen, weil um mich herum irgendwie jeder bekommt plötzlich Corona und ich möchte halt auf keinen Fall Corona jetzt bekommen oder in die Quarantäne müssen. Und ja, und deswegen werde ich jetzt meine Kontakte so wie gefordert komplett einschränken. Also komplett. Ich treffe mich nicht mehr mit einem Haushalt. Ja, bis Weihnachten und so vorbei ist halt, ne? Und Silvester. Das ist jetzt so mein Plan. Ihr Lieben, wir haben den nächsten Tag und es ist jetzt auch schon wieder abends. Ich werde jetzt hier meinen Vlog beenden. Heute ist überhaupt gar nichts passiert. Ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet. Tut mir leid, dass diese Woche nicht so aufregend war, aber es ist mal so, wie es jetzt ist. Ich traue mich jetzt auch gar nicht mehr rauszugehen, weil ich unbedingt noch die Feiertage überstehen will. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt morgen oder in die Tage jetzt noch versuchen, noch ein Video zu drehen, jetzt für Weihnachten. Das fände ich noch schön, wenn nächste Woche auf jeden Fall auch eins online geht. Und ansonsten wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen, ihr seht das Video heute, ich wünsche euch einen wunderschönen vierten Advent. Es hat mir super viel Spaß gemacht, dieses Jahr wieder Vlogmas zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn die Klickzahlen jetzt nicht so gut waren, hat es mir trotzdem super viel Spaß gemacht, für euch jede Woche einen Vlog hochzuladen. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen und darüber, wenn ihr die Glocke aktiviert. Und ja, wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video. Bis dann!